Moin Leute, Kai hier von Travel Camping Living. Es ist verdammt früh, ich bin vom Wecker geweckt worden. Selten ein gutes Zeichen, aber wir gucken mal, was der Tag heute bringt. Lass uns überraschen. Wo bin ich? Ihr seht's, oder? Caravansalon Düsseldorf, P1. Und ich laufe hier oben. Wie viel Uhr ist es, Dirk? 6.30 Uhr, oder? Mindestens, ja, 6:30 Uhr, frühestens, nee, oder so. Halb neun aber jetzt. Halb neun, wir müssen uns sputen, da kommt der Bus. Da sind wir kurz mit dem Bus-Shuttle auf die Messe gefahren. Es geht auf 9 Uhr zu. Es ist gut was los im Vergleich zu letztem Jahr am ersten Tag, am Pressetag. Dieses Jahr dürfen auch Normalos mit Ticket rein, nicht nur Presse und die Standleute. Und das merkt man sofort, deutlich mehr Aktivität. Und wir laufen jetzt mal zu Pössl, dem Marktführer im Bereich Kastenwagen, und schauen uns da um. Drin sind wir. Es sieht aus wie letztes Jahr und das Jahr davor. Das Standdesign ändert hier nicht. Und hier haben wir auch schon die erste Messeneuheit bei Pössl. Der Schein 640. Letztes Jahr haben sie ihn auf 540 vorgestellt. Und ich habe, glaube ich, damals schon gesagt, der kommt bestimmt auch als 6 Meter und 640er. Et voilà, da ist er. Der Mann mit dem magischen Schlüssel war da. Der Van ist offen. Ich war schon drin, ohne euch kurz durchgegangen. Und es sieht richtig cool aus. Denn im Vergleich zum 540er hat man hier einen gesamten Meter mehr an der Länge. Und das macht sich überall bemerkbar. Lassen wir den Blick mal kurz schweifen. Tolles Lichtkonzept, sieht stimmig und schön aus. Zieht sich durch den ganzen Van, hier das Seitenfenster noch umleuchtet. Ganz cool wird es dann hier oben. Das wichtigste Fach für mich überhaupt, lässt sich hochklappen. Was bei Pössl auch immer einen weiteren Fokus bringt, sind die kompakten Vans auf Mercedes. Haben wir letztes Jahr schon gesehen, Segment wächst. Und den bin ich Probe gefahren. Das war cool, das seht ihr noch in den Trip-Videos. Wird spannend, ob die Batterie reicht oder nicht. Was ich unterm Strich sagen kann, cooles Fahrzeug, praktisch ein Ersatz für normalen PKW. Nur, dass man drin pennen kann. Das kann man natürlich auch über die anderen Fahrzeuge sagen. Allerdings haben die noch Dieselmotoren oder Benzin. Oder sonst irgendwas, was man so möchte. Auch neu bei Pössl, der Pössl Summit Shine 600L. Der 600L ist zu. Also gucken wir mal in den Summit Shine 600 rein. Der sieht ähnlich aus wie der 640er, nur ein bisschen anders. Denn zum einen ist er mit 6 Metern etwas kürzer und hat in dieser Ausstattung jetzt sogar Einzelsitze in der Dinette. Ansonsten gleiches Fach wie im 640er, auch das Design ist ähnlich, Lichtdesign, Küchenzeile, nur halt hinten die Querbetten. Schwenkbad ist natürlich auch mit dabei. Das ist also der Summit Shine 600. Wir ziehen mal weiter, gucken, was sonst noch so gibt. Wir schauen mal noch in den Summit Shine 600L. Sie haben den Schlüssel gefunden, der Van ist open. Wir können rein. Open? Also er ist offen, ne? Der kostet, wie er hier steht, 66.700. Und was kann er? Er hat auch eine flexible Dinette. Da seht ihr schon den relativ schmalen Tisch. Er gewinnt hier also Platz. Küchenzeile auch schmaler als bei den anderen Modellen, die wir gesehen haben. Das geht alles zu Kosten der Längsbetten, denn die sind längs und nicht quer. Raumbad ebenfalls am Start, das haben wir jetzt gesehen. Hier ist es aber andersrum angebracht. Klo nämlich rechts und nicht links. Und kein blöder Schrank, also man stößt sich nicht dran. Tja, wir ziehen mal weiter. Kennt ihr diesen Baum? Genau, wir sind immer noch bei Pössl. Hier steht sonst noch sehr viel anderes Schönes rum, was man sich anschauen kann. Fahrzeuge für große Leute und Biker mit Hubbett. Und auch sonst steht das gesamte Produktsortiment gefühlt hier rum. Große Händler-Area, und wir ziehen mal weiter. So sind wir dann bei Clever Vans. Da fliegt immer noch ein Papagei rum. Setzt man dann doch ein bisschen mehr auf Strandfeeling mit Palmen. Und auch hier steht eine große Flotte rum an Fahrzeugen. Clever Vans. Etwas zu heiß gewaschene Kastenwägen auf Citroën. Genannt Vandeo Beach. Citroën Space Tourer ist die Basis. Preis 52.500. Dafür gibt es ein Aufstelldach. Einen Tisch, den man rausnehmen kann, Sitzplätze und ein Induktionskochfeld. Einmal ohne Markise in Schwarz oder wie wäre es in Weiß und mit Markise und Aufstelldach vor blauem Himmel. Das sieht doch nach Urlaub aus, oder?
Und es gibt ihn auch noch günstiger. Hier startet er ab knapp 47.000 mit Markise, Aufstelldach, dem besagten Tisch und et voilà, der Induktion. Warum ist der hier so günstig? Naja, es gibt unterschiedliche Motorisierungen. Einmal 145 PS Automatik, dann haben wir 180 PS als Automat und dann auch in dem Fall mit vollwertiger Campingbox, mit Kühlbox, Waschbecken, Grau- und Frischwassertank und Induktion. Das kostet halt alle. Da sind wir jetzt bei dem Weißen noch. Und der Schwarze ist halt Einstieg, 120 PS, Schaltgetriebe und hinten gähnende Leere oder viel Stauraum. Rhön-Camp, der Ultimate, sofort lieferbar mit fetten Felgen auf dem Bulli mit Aufstelldach. Oder vielleicht sowas, den Gladiator XL auf dem fetten GMC-Truck mit Aufsetzkabine. Hottomobil oder ist es Hottomobil? Gehen wir mal rein in den Gladiator XL. Werfen wir mal einen Blick in die Hütte. Eintritt von hinten und dann fällt man hier gleich in die sehr schöne und schicke Dinette. Das Bad ist auf der linken Seite dann gleich vom Eingang, auch schön gemacht, ein bisschen eng vielleicht. Wenn man auf dem Klo sitzt, dann hat man schon hier Kontakt mit dem Rollo. Das ist ein bisschen unwillig sich bewegt, aber es geht. Bad gegenüber, direkt auf der anderen Seite vom Eingang, Küchenzeile, kleines Fenster. Hochgesetzter Tedford-Kühlschrank, gut gefüllt mit Getränken, das ist immer wichtig. Kommt mal rückenschonend dran. Unten drunter dann noch Schubfach und ein Schubfach. Sehr ähnlich klingend, unterschiedliche Funktionen. Ja, und wenn man über die Dinette drüber läuft, kommt man ins Schlafreich. Querbetten, die sehen sehr lang aus. Mit einem 1,80 Meter liege ich hier. Wow, super. Das sind wahrscheinlich 2 Meter in der Breite, schätze ich mal. Und auch hier hat man gut Platz. Wer hier alleine pennt, pennt wie der König. Aufrecht sitzen kann ich aber nicht. Aber man hat genug Platz nach oben, dass das nicht irgendwie klaustrophobisch wirkt. 2 schöne Fenster vorne raus für Sicht und Durchzug und Luft. Hier kann man sich ja noch einen schönen Vorhang davor machen, wenn man nicht will, dass man permanent aufs Bett guckt. In der Dinette sitzt es sich bequem und cool und sehr entspannt. Da kann man mal abhängen. Ein bisschen erhöht, schöne Sicht rundum. Echt cool. Die Kabine ist aus Fiberglas, Monocoque, 20 mm Isolierung und winterfest. Mit dem Basisfahrzeug und der Inneneinrichtung ist das schon was fürs Grobe. Allerdings würde mir ein bisschen Sorge machen, der Mörderradstand, das ist schon sehr lang. Aber die Kabine gibt es auch in klein für, ich sag mal, normal große Pickups, europäischer Standard, zum Beispiel von VW oder sonstigen Herstellern. Da ist natürlich dann bedeutend weniger Platz, aber mit Aufstelldach können auch 4, 5 Leute mitreisen, wenn man Doppelkabine hat. Also flexibles System und sieht schon immer massiv aus. Das hier der Gladiator, da gucken wir jetzt auch noch kurz rein. Dann mal rein in die gute Stube. Ich glaube, die Treppe gibt es nicht dabei. Die muss man sich selber bauen oder es irgendwie anders lösen. Ja, da seht ihr schon, alles ein wenig kleiner. Das Bad hier aber auch auf der linken Seite. Kleines Dachfenster mit dabei. Wo ist das WC? Das WC sehe ich nicht, dafür habe ich die Küche gefunden. Ein Burner, sehr kleines Waschbecken. Aber es ist halt beengter Raum hier. Kühlschrank sehr praktisch angebracht. Da braucht keiner aufstehen, um Bier zu holen, es sei denn, man muss nachlegen. Weil so viel passt halt nicht rein. Das Dachfenster ist der Durchgang nach oben zum Aufstellbett, Zelt, whatever. Und der Rest pennt hier auch quer. Alles nicht ganz so groß und luxuriös wie im anderen. Tja, was glaubt ihr, was kostet so eine Gladiator XL Kabine? Ich war ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Kabine, 40.000 Euro. Hatte damit ein bisschen mehr gerechnet. Produziert werden die in der Türkei. Und was kostet die kleinere Kabine? Was ihr dann natürlich noch braucht, ist der Pickup. Den müsst ihr halt irgendwie gucken, dass er mal vom LKW fällt oder so.
dann kann es losgehen auf Offroad-Pisten. Von diesem doch eher krassen Fahrzeug, aber auch irgendwie cool, so ein Pickup, geht es weiter an weiteren Pickups vorbei. Wahrscheinlich los ist hier Pickup-Schwämme oder fallen die hier alle vom Himmel. Aber eigentlich kommen wir jetzt zu Affinity, nämlich hier. Da ist der Stand. Und da sehen wir auch schon was Spannendes. Ein MAN Affinity. Affinity M auf MAN, 177 PS, 8-Gang Automat. Ja, sonst haben wir hier immer nur Fiat gesehen. Jetzt sehen wir hier MAN. Funktioniert auch. Das Raumgefühl ähnlich wie im Fiat. Aber man merkt schon, es ist ein schmaleres Fahrzeug. Wir sind hier nicht ganz so breit. Auch die Sitzbank ist schlanker. Auch wenn sie noch für zwei Personen ausgelegt ist und man hier auch noch ein 1,80 Bett bauen kann. Aber es ist alles ein bisschen, ja, MAN-iger. Die Küche haben wir hier auch direkt am Eingangsbereich mit Stauraum. Hinten das Bett, der Kühlschrank gegenüber der Küche und das Bad. Über eine Stufe erreichbar, nach hinten durchgehend. Das sieht nett aus und dieses Fahrzeug werden wir auch noch im Detail filmen. Probe liegen und wir stellen fest, wie lang das Bett ist. Und Probe sitzen und feststellen, ob man da auch gut sitzt. Und hier sehen wir noch das Heck vom MAN. Das sieht ein bisschen interessant aus, denn da gibt es so eine Kante. Ist das der Diffusor für die Rennstrecke? Hey, Camper Tobi, servus! So, Camper Tobi beschäftigt, mit denen sehen wir noch ein andermal und wir sind noch eine Weile hier, trinken noch ein Bierchen zusammen, hoffe ich. Und wir gucken jetzt mal weiter von Affinity zu Drop Campers. Das sieht mal auch cool aus. Anhänger fürs Gelände und das Grobe. So, da sind wir also bei Drop Campers. Hier geht es um einen Wohnwagen der speziellen Sorte. Ihr seht das auch schon, oder? Das beginnt beim Lack, das ist Linex, also eine Art Raptor-Lack. Kann man in jeder Ralfarbe bestellen, die man gerne hätte, also Pink ist durchaus auch drin. Unter dem Anhänger fette Dämpfer. Dann haben wir eine Winde. Und wenn wir dann hochgucken, wird es edel. Schickes Holz, ein Dieselkochfeld, aber auch hier kann man alles Mögliche einbauen lassen. Wir sind hier in einer Manufaktur. Die bauen auch nach Kundenvorschlag und Wunsch und es sieht wirklich edel und schick aus. Indirekte Beleuchtung. Man kocht unter freiem Himmel. Naja, fast. Man steht so ein bisschen unter der Haube. Ne? Leichter Nieselregen, kann man noch weiter kochen. Und wenn man die Haube zumacht, dann kriegt man einen Blick aufs Dachzelt und aufs Solarpanel. Das muss nicht unbedingt da liegen, das kann man auch woanders hinpappen. Je nachdem, ob man mit Dachzelt oder ohne geht. Findet sich da ein Platz, auch sehr cool, Außendusche, fettes Ersatzrad, das muss aber nicht seitlich sein, das kann man auch vorne auf die Deichsel packen, auch da sehr variabel, wir haben einen Skiständer, einen Biketräger, das kann man ordern, muss man aber nicht und ihr wisst ja, ich mag Magnete, die Tür wird magnetisch gehalten und wenn man hier reinguckt, auch nochmal Stauraum und Beleuchtung und eine Dieselheizung von Autotherm. Und jetzt guckt euch mal diesen geilen Auspuff einer Dieselheizung an. Der sieht sogar geil aus, wenn die Dieselheizung anfängt zu qualmen, falls sie das tun sollte. Aber reißen wir uns kurz los vom Auspuff und gucken mal in die Stube rein. Auch da empfängt uns schönes Holz, das ist so das Gegenteil zum äußeren. Ja, so ein bisschen fast aggressiven Look. Hier drin ist es dann bequem, cozy, gemütlich mit dem Holz. Man kann drin pennen, chillen, abhängen, kochen halt nicht. Aber man hat eine gute Liegefläche. Das Ganze wirkt äußerst robust, hat auch einen externen Stromanschluss. Man kann damit also entspannt auf dem Campingplatz stehen, wenn es mal sein muss. Aber ich glaube, mit dem steht man lieber irgendwo Offroad in der Polachei. Denn dafür ist er gemacht und so sieht er auch aus. Offroad-Einsatz mit Anhänger. Da kannst du dann einen schönen Landy davor hängen und dann geht's ab irgendwo hin. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Schauen wir noch mal kurz rein. Da gibt es natürlich noch ein bisschen Ablagemöglichkeiten für Klamotten.
und auch ein großes Borddisplay, Steuerung für die Dieselheizung, alles mit dabei, was man braucht. Selbst ein Dachventi sorgt hier drin für angenehmes Klima. Man ist hier mit maximal 750 Kilo unterwegs und gewichtstechnisch hat man noch Zuladung. Es gibt die Fahrzeuge in vielen Varianten. Das ist Manufaktur. Der Käufer kann sich hier entscheiden, was er möchte. Die Preise irgendwo zwischen 30.000 und 70.000, je nachdem, was ihr da reinpumpt an Equipment. Eine Batterie ist mit dabei, AGM, aber natürlich ist Lithium auch möglich. Ja, das also mal ein Wohnanhänger der besonderen Art. Echt cool. Und jetzt gucken wir mal weiter, wo uns der Weg noch hinführt. Herr Leck, weit sind wir nicht gekommen. Da ist Good Life Vans. Die haben wir letztes Jahr auch schon mal gefilmt gehabt. Das sind die, die so ein cleveres System gebaut haben, mit dem man einen, ich sag jetzt mal, rudimentär VW-Bus umwandeln kann. Falls ihr euch noch erinnert, das war die Geschichte mit dem schwenkbaren Bett. Da rollt alles irgendwie auf die rechte Seite, das Bett wird flach und dann kann man pennen. So, eine kurze Einführung gekriegt hier. Was gibt's Neues? Ja, wir sind beide zu dem Punkt gekommen, etwas sehr Gutes noch mördermäßig besser zu machen, ist immer schwierig, aber zwei Dinge. Hier hinten haben sie jetzt noch einen Sitzplatz eingefräst. Das ist ein Brett, das kann man auch rausnehmen. Ja, ich kriege das sogar auch hin. Also selbst ein Laie schafft das. Das kann man dann wegnehmen. Und dann kann man das einfach hier einstecken. Man hat praktisch eine schöne Lehne und kann seinem Gegenüber entspannt in die Augen schauen, möglichst tief oder so. Und ein kleiner Elektromotor ist eingezogen in den Van. Wenn man den Knopf da drückt in der Mitte, dann fährt die Küchenzeile vor und zurück. Das macht dann den Umbau etwas leichter, wenn man nicht so viel Kraft hat, das alles zu verschieben. Kleine Verbesserungen und ja, interessantes Konzept weiterhin. Okay, ihr wollt wissen, wie es umgeklappt aussieht. So, Porta-Potti hat Platz, der Kühlschrank unterm Bett. Alles ist schön umgebaut und Platz für zwei Personen ohne Probleme. Stellt euch vor, ihr habt noch ein Aufstelldach, da können dann sogar vier Leute entspannt drin schlafen. Und die Lichterketten fürs Ambiente sind auch schon gespannt. Kann losgehen. Ja, und preislich liegt das bei den 12.000 Euro, also nicht übermäßig teuer für das, was man kriegt. Oh, und jetzt wäre ich gerade fast am wichtigsten vorbeigelaufen, ne? Es gibt Messerabatt. Wenn ihr euch also dafür interessiert, kommt einfach mal hier vorbei. Und wenn ihr nicht wisst, wo die ganzen Händler und Hersteller rumstehen, empfehle ich euch die App. Da findet ihr das, weil ich weiß meist auch nicht, wo ich bin. Apropos Camper-Anhänger nochmal, die gibt es auch in richtig groß. Ja, wir suchen uns mal einen der Campers-Anhänger aus. Einachser. Oh, da seht ihr auch schon, hier geht es robust zur Sache. Ne? Das ist Metall und Stockbetten. Geradeaus vermutlich die Dusche. Lustige Zwirbelmusik. Und eine riesen Wohnsitzecke mit Kühlschrank. So, hier haben wir dann das Bad. WC kann man auch noch optional einbauen lassen. Und dann hier entspannt es laufen lassen. Ja, und das ist robust, ne? Das ist wirklich fürs Gelände. Das ist ja nicht Holz, das ist Metall. Das verhebt auch mal üblere Schläge und fällt nicht auseinander. Das ist stabil konzipiert und gebaut. Dennoch bleibt das Design nicht auf der Strecke. Schöne ambiente Leuchten im Boden, Fußbereich. Flexibler Tisch, hoch und runter. Ich vermute mal schwer, man kann hinten auch noch pennen. Ne? Ja, Rundumfenster, schön hellfreundlich, riesen Dachfenster nach oben. Schöne Lösung für Leute, die Offroad mit dem Wohnwagen wollen. Ja, der Body ist aus Fiberglas isoliert, ist also wintertauglich und hitzebeständig und stabil vor allem. Und im Heck die Küche. Ja, das wäre nichts für mich. Ne? Bei mir regnet es immer, bei Regen kochen ist nicht so toll. Aber Leute, die ein bisschen schöneres Wetter haben, wenn sie unterwegs sind, können hier dann entspannt kochen, auf den Strand oder in den Urwald gucken, je nachdem, wo sie gerade hingezogen sind mit ihrem Offroad-Anhänger. Ja, und hier wird auf Kundenwunsch auch gebaut. So seht ihr hier zum Beispiel kein Stockbett, sondern eine geile Küchenzeile mit Edelstahlabdeckung
und Hund inklusive. Das glaubst ja schier nicht. Hä? Und falls ihr euch jetzt fragt, wo man schläft, ja, linke Hand. Da, wo vorhin der Sitzbereich war, jetzt ein breites Querdoppelbett für zwei oder ein, der Königsplatz. Abwechslungsreicher Tag heute. Damit rechnest du nicht. Ich laufe hier völlig planlos durch die Gegend. Vielleicht merkt man das auch, vielleicht auch nicht. Aber eigentlich ist es vielleicht auch wurscht. Ja, schau an. Die Campervan-Schmiede ist auch wieder am Start. Das sind die mit den orangefarbenen Autos von unten und dem Spiegel, der da liegt. Ist auch schon wieder gut was los bei dem saharafarbenen Van. Man hört, er ist verkauft. Campervan-Schmiede, wir dürfen mal rein. Rotes Band, ne? Das heißt immer, darf man nicht rein, ich darf drüber. Das hier ein Fahrzeug, das seht ihr dann auch noch mal im Detail. Das ist ein Kundenwunschfahrzeug und steht hier auf der Messe. Sieht sehr interessant aus. Ich vermute, da kommen noch Polster drauf. Man sitzt hier nicht auf dem Schweizer Käse. Hat eine schöne Küche, Backofen, richtig ordentliches Kochmöbel. Und wenn euch das mehr interessiert, dann seht ihr dazu ein eigenes Video die Tage. Denn hier machen wir ja gerade nur kurz den Messerundgang. Und das Fahrzeug sollte man sich mal im Detail anschauen. Die Farbgebung durchaus interessant und auch ein spannender Raptor-Lack, das zieht sich durch den ganzen Van. Und mehr dazu dann später mal. Und wer sich für den interessiert, der ist leider verkauft. Den seht ihr dann vielleicht irgendwann mal auf der Welt mit zwei Menschen drin, die sehr nett sind. So, habe ich mal vor die Tür getraut nach der vielen stickigen Luft und Wärme. Ist hier draußen richtig angenehm. Und jetzt bin ich hier irgendwie bei den Boothäusern gelandet. Das sieht mal spannend aus hier. Floating Boats mit Antrieb. Neue Wohnart. Tiny Homes. Auch eine immer interessanter werdende Geschichte für viele. Und zack, bin ich drin in so einem wirklich kleinen Mobile Home. Bad beim Eingang. Electrolux Kochfeld. Couch, ja, was braucht man mehr, ne? Vielleicht noch eine Klimaanlage, aber die ist auch drin. Toilette und Dusche, kein Problem. Mit Fenster, tipptopp. Ja, das Ganze gibt es auch ein bisschen größer. Da hatten wir dann hier kleine Arbeitsecke, Couch, die Küche mittig im Wohnbereich. Oh, Klimaanlage, geil. Und hier hinten wird geschlafen oder sonst irgendwas getan. Schränke, Bett, das dürfte ein Klappbett sein. Das kann man hier entspannt runterklappen und wieder hochklappen. Quasi klappsparend. Badezimmer zentral gelegen, WC ein bisschen größer als in der Hütte gerade eben. Dusche, ja, was braucht man mehr? Wenn man alleine lebt oder nur mit Hund oder zu zweit geht es auch noch, wenn ich zu Hause ist. Genial. Aber ich glaube, die Klimaanlage, die brauchst du wirklich. Sonst könnte das hier im Winter kalt werden und im Sommer zu heiß. Oder irgendwie so. Aber wir bieten jede Möglichkeit an, die sie aus der Branche kommt. Mit zweitem Stock, da kann man hoch. Schicke Treppe. Unten wird gekocht und gelebt. Und oben geschlafen. Es wird in der Türkei und zwar sehr flexibel. Da sehen wir jetzt hier ein Beispiel für Isolierung. Und das Ganze gibt es auch ohne Anhänger, sondern rein als Wohnhäuser, modular aufgebaut, praktisch irgendwie wie Lego. Schnell, günstig, Quadratmeterpreis 1000 bis 1500 Euro. Und dann hat man ein isoliertes Haus. Geheizt wird nach Kundenwunsch, Pelletofen, Strom, Wasser, Dieselheizung, alles möglich. Sehr flexibel, sagen sie hier. Und wenn euch das im Detail interessiert, schaut da mal vorbei auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Bei dem hier Außenstand vor Halle 15. Das, was ihr hier seht, hat tatsächlich Straßenzulassung. Auf Alkoträgern werden einfach die Häuser gebaut. Echt eine spannende Geschichte. Letztes Jahr war hier noch E-Bike-Parcours, heute fahren ja schon die fetten Motore entlang. Es geht eigentlich ab hier. Der Knaller. Selbst eine Chopper kommt jetzt gleich ins Bild geschossen. Sehr leise, sehr angenehm, muss ich sagen. Ich wohne an einer Straße, die doch ein bisschen befahren ist mit verrückten Mopedfahrern. Und hier Ruhe herrscht. Von draußen wieder drin. Guckt mal an, da steht ein Tino Eckert. Und da steht ein kleines 4x4 mit Aufstelldach.
der DU495. Tino lässt schön grüßen, er ist essen gegangen. Und wir stehen plötzlich bei Megamobil und da steht ein VW rum, ein Renault und ein fetter MAN. Und irgendwie bleibt mein Blick hier am Renault hängen, denn habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. Sieht von vorne irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie krass aus, auch mit dem Bügel. Fast schon bullig, könnte man sagen. Und das ist der Mega Twin 620. Ganz anderes Maß, ne? 620 kennt man sonst eher nicht. Hat die Dinette auch nicht vorne, sondern da kommt das Bad. Tja, auf Renault kommt man rein, sieht sich erstmal selber in der spiegelnden Badezimmertür. WC natürlich auch dabei. Dann kommt die Küchenzeile und kleine Dinette für zwei Leute, gegenüber sitzend. Der Tisch ist rausdrehbar und hinten Querbett. Kühlschrank gegenüber von der Küchenzeile. Das ist mal ein interessantes Konzept und eine interessante Anordnung. Für den vorderen Bereich gibt es übrigens auch noch einen Tisch, den kann man hier auch aufbauen und rausziehen. Neben dem Mega Twin 620 gibt es noch mehr Neues bei Megamobil. Wir haben ja auch ein Mega City 540. Klein, mit Aufstelldach oben, aber vollwertiger Megamobil-Ausstattung. Dinette klassisch, Küchenzeile, da hinten der Kühlschrank, Querbetten hinten. Das ist ein ganz neues Segment, was sich Megamobil da erschließt. So, und hintenrum gibt es dann auch noch durchgängigen Keller, Gasflaschenbereich, leicht dran zu kommen, weil es nach hinten aufgeht. Sehr großes Fach. Und nach vorne und oben durch das Aufstelldach sogar Stehhöhe. Nicht überall, aber im vorderen Bereich. Das war noch nicht alles. Es gibt auch noch den Mega City 500. 5 Meter. Ohne Aufstelldach noch. Soll aber auch noch mit Aufstelldach kommen. Steht für 80.000. Und hat eigentlich den klassischen Grundriss, aber mit H1-Dach. Schönes Kochfeld. Hinten Querbetten. Keine Dusche natürlich. WC ist irgendwie versteckbar. Gibt es also einen Platz dafür, ja, für den kleinen Platz. Und das Coole ist, zwei Kühlschränke. Hat vorne einen, mal gesehen. Und hinten hat er auch nochmal einen zum Ausziehen. Also genug Kühlvorrat für Bier vorhanden. Oder Fruchtsäfte oder Wein oder was man sonst so trinken könnte, theoretisch. Der andere Kühlschrank ist hier vorne direkt am Eingang. Öffnet in diese Richtung. So, mit zwei Stück an so einem kleinen Auto an Bord. Und dann bin ich bei Megamobil auch noch über den Mega 600 Lounge gestolpert. 6 Meter Fahrzeug mit großer Sitzlounge im Heck. Der Grundriss also ein deutlich anderer als bei den Standardkastenwagen. Gepennt wird im Hubbett, das kann man hoch und runter lassen, wie man möchte. Und mehr zu diesem coolen Fahrzeug seht ihr dann in einem separaten Video. Ich bin mal weitergelaufen und lande hier bei einem neuen Aufsetzkabinenanbieter. Also der ist nicht neu, aber für mich neu. Podlunček. Die haben Kabinen in verschiedenen Größen für Pickups. Da stehen Dinge auf Ford rum oder ein Dodge Ram. Ein richtiges Monster, könnte man so sagen. Fette 5,7 Liter. Aber wir sind nicht hier wegen dem Auto, auch wenn die sicherlich beeindruckend sind. Wir gucken mal in eine Kabine rein. Sollen wir in eine vernünftige gehen, mit einem halbwegs vernünftigen Basisfahrzeug, einem Toyota vielleicht? Können wir mal machen, ne? 680 Kilo, 100 Liter Frischwasser. Das ist ein Wort. Rein in die gute Stube. Tür wie beim Teilintegrierten. Und dann stehen wir drin und fühlen uns praktisch auch wie in einem. Nur dass wir in keinem sind, es ist verwirrend. Regen, Wind, Kälte und staubdicht, alte Heizung, Küchenzeile, Wohnbereich und sehr cool, ein 2 Meter Bett. Das hat schon Ausmaße, mit denen man gut leben kann. Die Nasszelle, hier noch mit normalem Chemieklo, kann man aber auch Trockentrenntoiletten einbauen, kein Problem. Kompressorkühlschrank. Und cool ist natürlich, dass man wirklich Platz hat hier.
im Raum. Also es ist nicht so eng wie im Kastenwagen, sondern man hat Platz, um sich zu bewegen, um aneinander vorbeizukommen. Küchenzeile, Stauraum, überall noch wieder Fächer verbaut. Zeug, Oberschränke natürlich auch mit dabei. Also für zwei Leute, die hier mitfahren können, ist das genug Platz für alles, was so mit muss. Unterm Kühlschrank ist die alte Heizung verbaut, die ist optional, gibt es also auch andere Möglichkeiten. Und dass ihr mich auch mal seht, wie ich in sowas drinstehe, Deckenhöhe locker ausreichend, also irgendwie ist das auch eine lustige Lösung. Ja, das ganze Gebäude, was wir jetzt hier sehen, ist aus Carbon. Hier haben wir keinen Stauraum, aber Technik. Kassettentoilette natürlich, Wasserschläuche und Außendusche. Problematisch könnte einfach mal die Höhe sein. Mit deutlich über 3 Metern ist das natürlich schon ein ordentliches Viech. Und wenn man so davor steht, dann hat das schon seine Ausmaße. Ne? Und das noch der Kleine. Der Große da auf dem Dodge Ram ist ja natürlich noch viel größer. Der hat nämlich hier noch eine längere Fläche. Das heißt mehr Sitzfläche, mehr Sitzbereich. Gehen wir mal noch kurz rein und sehen das gleiche Setup, aber einfach alles ein bisschen größer. Vor allem im Sitzbereich, da geht der Platz hin von der größeren Kabine. Und hier ist jetzt auch eine komische, lustige Trockentrenntoilette eingebaut. Die käme bei mir nicht rein, bei mir gibt es nur Biotoy. Ja, und mit diesem Fahrzeug und mit diesem Schnelldurchgang sind wir durch für heute. Der Messerundgang von 2-3 Hallen war das jetzt. Ich verabschiede mich hier von euch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen!